Hi aus dem Studio. Ich werde heute an meinem Stillleben weiterarbeiten. Weiterarbeiten, denkt ihr euch jetzt? Ja, weil da noch ein paar Details fehlen. Ich habe in meinem Stillleben-Video relativ kleinschrittig gezeigt, wie ich das gemacht habe und am Ende dann kurz erwähnt, dass ich noch Verbesserungen vornehmen möchte, wenn die Farbe wirklich durchgetrocknet ist. Und jetzt ist es der Fall. Das heißt, ich setze mich heute an die Details und dann möchte ich auch noch an einem anderen Tag ein Fairness drüber machen, also so eine Art Versiegelung. Ich habe auch schon eine Idee für mein nächstes Kunstwerk, aber will wirklich das erstmal fertig machen, bevor ich das nächste bzw. die nächsten beiden, ich habe schon Ideen für zwei, starte, weil ich finde, an drei Bildern gleichzeitig arbeiten wäre mir zu viel. Zwei, das kriege ich noch hin. Es ist ziemlich dunkel heute im Studio, aber ich glaube, hier könnt ihr das ganz gut sehen, wenn ich hier stehe und das Licht sich da so ein bisschen catcht. Ich habe halt mit verschiedenen Marken gearbeitet und verschiedene Mixmedien verwendet. Aus Fehlern lernt man, so ist es einfach. Aber ich hoffe halt mit einem Fairness, also mit so einer extra durchsichtigen Schicht obendrauf, geht das dann weg und wird einfach einheitlicher. Aber soweit mag ich mein Stillleben wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Tage später im Studio war ich dann aber immer noch unzufrieden mit meinem Kunstwerk und vor allem mit dem pinken Buch, was unter dem Mona Lisa Buch liegt. Ich finde, die Farben sind dann noch verbesserungsbedürftig und die Linien und die Perspektive stimmt noch nicht richtig. Deswegen habe ich das hier noch überarbeitet, weshalb ich dann den Fairness immer noch nicht auftragen wollte, weil ich jetzt ja wieder nasse Farbe auf meinem Bild habe. Ich mische da immer Trocknungsbeschleuniger drunter und deswegen braucht es dann meistens ja 4-5 Tage, bis es dann trocken ist. Und nach Überarbeitung sah das Buch dann so aus. Ich fange heute ein neues Kunstwerk an, auch wenn das alte immer noch mit dem Firnis bestrichen werden muss, will ich dafür schon mal die Grundierung schaffen. Das mache ich heute.
Ich trage hier mit Acrylfarbe einfach nur Farbflächen auf jeweils die verschiedenen Bildelemente. Hab da einfach mit dem Projektor die Umrisse aufgezeichnet, um mir eben viel Zeit zu sparen. Finde ich das immer eine super Möglichkeit. Und so wirklich mehr habe ich an dem Tag dann auch nicht gemalt. Ich zeige euch in dieser Serie eben nicht, was ich alles zum Atelier mache, sondern beschränke das Ganze wirklich nur auf die Malerei und meine Kunstfortschritte. Ihr braucht jetzt ja nicht sehen, wie ich irgendwelche Videos filme, die ihr eh schon vor, weiß ich nicht, Wochen euch angeguckt habt. Und ein paar Tage später habe ich dann nochmal den Schriftzug nachgearbeitet von dem pinken Buch. Es heißt That Girl und ist eine Art Porträt von eben Aesthetic Girlies, beziehungsweise meine Interpretation dergleichen und eben auch irgendwo ein Selbstbildnis, denn ich zähle mich eben dazu. Der letzte Schritt ist jetzt ein Firnis. Ich traue mich jetzt fast nicht, das da einfach so rauszukippen. Das ist jetzt eine extra Schutzschicht, die lasse ich jetzt so 6 Monate bis zu einem Jahr trocknen. Und dann wiederhole ich den Prozess nochmal. Aber ich bin so happy, wie das Ganze aussieht. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie lange das trocknen wird. Mein erstes Ölstillleben. Endlich fertig. Ich bin froh, dass ich es wirklich jetzt endlich mal geschafft habe, diesen Fairness aufzutragen. Ich werde es wahrscheinlich diese Woche nicht mehr zurück ins Studio schaffen. Es ist heute Mittwoch. Also bin ich wahrscheinlich erst nächste Woche wieder da. Was ein bisschen schade ist, aber ja, ich habe eben auch noch viel Content, den ich shooten will. Das heißt, ja, Zeit für Malerei bleibt mir dann nicht immer. Auch wenn ich theoretisch Content darüber mache, aber egal. Und dann kann ich hoffentlich mit dem nächsten Ölbild weitermachen. Da habe ich ja hier auch schon angefangen mit der Grundierung. Als nächstes mache ich dann die detailliertere Skizze drauf. Und genau, da freue ich mich auch schon drauf, damit mal weiterzukommen. Also das wartet hier auf mich. Sieht so schön aus und es glitzert so schön in der Sonne. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. mit dieser Schicht auch oben drauf. Das ist mein erstes Ölstillleben. Ich habe da auch ein ganzes Video zu gemacht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, habe ich das mal verlinkt. Aber was ich hierdurch gelernt habe, ist, ich sehe immer noch tausende Stellen, die ich verbessern würde oder die ich nicht gut genug finde. Aber manchmal ist es einfach besser zu sagen, nee, ich schließe es jetzt ab. Es ist, wie es ist, deswegen habe ich es auch versiegelt. Ihr habt gesehen, ich habe auch so viele Änderungen dran vorgenommen und war mir irgendwie nie richtig sicher, ob ich das mag und ob ich happy damit bin. So dieses Overthinking, gerade am Ende, das ist so normal. Und ich muss mich dann immer dazu zwingen und sagen, so nee, das ist jetzt fertig. Und all das, womit ich nicht zufrieden bin, das sind alles Dinge, die ich fürs Nächste mitnehmen kann. Weil ich dann auch meinen Fortschritt viel besser sehen kann und dann vergleichen kann. Das war mein erstes Stillleben, das war mein zweites und so weiter. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich mich mal an was Neues rangetraut habe. Und ich glaube, 2023 wird meine Realistic Painting Era. Auch wenn ich noch andere Type Artworks geplant habe, wird dieses Jahr meine Realistic Painting Era hier. I said it. Ich glaube, was ich schön finde an dieser Serie, und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich diese Serie mache, ich habe das auch auf meinem Instagram gestern oder vorgestern angesprochen und da viel positives Feedback von euch bekommen. Und zwar finde ich es immer ein bisschen schade, dass der künstlerische Prozess und der Malprozess gerade in Shortformat, also Reels, TikTok, Shorts, nicht ganz so dargestellt ist, wie er eigentlich ist, weil man sieht ja immer oft nur in, weiß ich nicht, 5 bis 15 Sekunden Videos kurz den Anfang
Und dann switcht es direkt zum Ende und man sieht nicht so richtig, was waren jetzt die Höhen und Tiefen des kreativen Prozesses, was ja total normal ist. Und ich versuche das zwar auch ab und an mal aufzubrechen, aber man muss sich eben so kurz fassen, dass man das gar nicht schafft, den Prozess so zu repräsentieren, wie er eigentlich ist. Deswegen dachte ich, in dieser Serie hier, in dieser Videoserie, wenn ich das Ganze monatlich mache, dann kann ich euch das ungeschönt zeigen und so, wie es halt wirklich ist. Und wenn ich halt mal 2 Wochen Creative Block habe, dann habe ich halt 2 Wochen mal nichts, woran ich arbeite. Aber ich glaube, das ist irgendwie mal so ein schöner Kontrast zu dem, was man sonst viel von mir sieht. Und weil ich ja eben auch viele Kunst-Challenges mache und oft auch irgendwie Arbeiten habe, die dadurch entstehen, die ich aber nicht unbedingt zu meiner Kunst zählen würde, weil ich finde es immer für mich auch wichtig zu differenzieren, was sind jetzt Sachen, die irgendwie bei einer Instagram- oder YouTube-Challenge entstehen und was sind irgendwie Arbeiten, die aus mir kommen und nicht irgendwie von anderen Leuten beeinflusst sind. Das ist, finde ich, immer auch irgendwie ganz schön, dass ich jetzt eine Videoserie habe, die sich auf meine Sachen konzentriert und wo ich euch auch mehr zu meinen Sachen erzählen kann. Gerade zum Beispiel starte ich ein neues Stillleben. Well, es ist kein Stillleben, ich nenne es ein Real Life. Also es ist ein Still Life, aber es ist ein Real Life Still Life. Ihr denkt euch jetzt so, hä, was? Ich war im letzten Sommer in Italien, in Rom, und ich bin da so durch die Gassen gegangen und plötzlich sehe ich so eine Louis Vuitton-Tüte, wo lauter Müll reingestopft ist, vor so einem roten Auto. Und das Ganze sah irgendwie schon so perfekt arrangiert aus, obwohl es halt wirklich einfach Müll ist. Und ja, als wäre das da so perfekt arrangiert worden. Also ich finde das, ich kann euch das Foto hier gerne einblenden. Das möchte ich nämlich als nächstes malen. Und diese Serie, weiß ich nicht, Trash Art nennen oder Real Lives, weil es ja eben wirklich Momente sind im Vergleich zu einem Stillleben, was ja dann sehr durchdacht arrangiert ist und die Komposition total perfektioniert ist und da, ne, und in so einem Moment, den man irgendwo random auf der Straße fotografiert, wie er eben ist, da kannst du gar nicht so richtig viel Einfluss auf die Komposition nehmen. Und das habe ich da fotografiert und dachte so, das male ich als nächstes. Und aktuell bin ich an so einem Punkt, ich habe zwar Ideen, auch zum Beispiel für weitere Stillleben, wie ich jetzt gerade gemalt habe, oder auch generell, ich möchte super gerne mehr realistische Malerei machen. Ich habe vor, auch nochmal mich selbst zu malen. Ich habe noch andere Typography-Artwork-Sachen, die ich irgendwie umsetzen will, aber ich bin bei keiner Idee an einem Punkt, wo ich es wirklich anfangen würde. Ich habe die Ideen, aber die sind noch nicht so ausgearbeitet, dass ich sie schon malen kann. Und in dem Fall male ich einfach nur von einem Foto ab. Deswegen ist das für mich gerade gut, dass ich immer auf meinem Handy so einen Ordner habe, wo ich Fotos habe von Dingen, die ich mal malen will. Und das füllt mir dann so ein bisschen die Zeit zwischen einer Idee und der nächsten Idee. Und so kann ich die Zeit ganz gut überbrücken und trotzdem was malen, auch wenn ich gerade irgendwie ja nicht in einer kreativen Blockade bin, aber ja gerade meine neue Idee noch nicht ganz finalisiert habe. Und ich will das eben auch schon super lange einfach malen, also schon seit August. Und deswegen mache ich das jetzt. Okay, ich bin mit dem Auto fertig geworden. Schon mal auf jeden Fall
ein großer Teil, den ich heute geschafft habe. Und ich bin auch sehr happy, wie die Textur von diesem Auto, weil die eben so unglaublich smooth ist. Es ist gar nicht so einfach zu malen, aber ich bin sehr happy und sehr überrascht, dass ich das gut geschafft habe. Bis auf halt irgendwie diesen Part hier unten. Aber da muss ich eh mit einer zweiten Schicht rüber, weil gerade arbeite ich nur noch nass in nass und da kommt nichts Besseres bei raus. Deswegen, ja, manchmal, wenn man auch so merkt, okay, meine kreative Energie verlässt mich gerade, dann am besten, man lässt es sein. Deswegen, ja, das ist alles, was ich heute geschafft habe. Und wahrscheinlich bin ich dann nochmal irgendwie im Laufe der Woche hier und mal weiter. Dieser Part hier, der ist so schwer. Ich arbeite jetzt schon das zweite Mal daran, locker schon seit 2 Stunden oder anderthalb ungefähr. Und ich glaube, ich wage mich jetzt mal hier an die Wand, also in diese Wand. Und dann später, wenn ich die habe, dann werde ich den Rest der Objekte, die sich hier befinden, skizzieren, also die Outlines. Das ist so der Plan für heute. Mal gucken, wie weit ich komme. Kunstbedarf und habe 3 kleine Leinwände gekauft für mein nächstes Video. Das drehe ich übermorgen hier im Atelier. Werde das aber nicht für den Vlog mitfilmen, weil dann müsst ihr das Video für gucken. Und mit Auto, ich habe halt kein Auto, aber ich habe zum Glück jemanden, der mir in Berlin so ein bisschen vor Ort unterstützt. Und da habe ich jetzt noch 2 80x100 Leinwände mitgenommen, auch mit etwas breiterem Rahmen hier an der Seite für die nächsten größeren Stillleben. Das ist genau das gleiche Format wie hier bei dem, was ich fertiggestellt habe, damit das Ganze eine Serie werden kann. Aber heute arbeite ich nochmal dort drüben weiter an meiner Müllszene. Da bin ich gerade am Überlegen, was ich als nächstes male, aber ich glaube, ich werde mich jetzt an den Müllbeutel setzen. Das ist diese jetzt gerade noch schwarze Fläche, damit ich die Töne schon mal fertig habe und mich dann danach den kleineren Sachen widmen kann, die ich jetzt gerade in Rot skizziert habe. Hätte mir jemand gesagt, dass ich heute 3 Stunden, 3,5 Stunden an einem Müllsack male, ich hätte wahrscheinlich das nicht geglaubt, aber ja, here we are. Es ist nicht der beste Müllsack, ich denke, der könnte besser sein, aber er ist gut genug. Ich übe ja gerade Plastik und Metall und sowas zu malen, was auch wirklich schwer ist. Und ich finde, dafür habe ich mich gut geschlagen. Habe jetzt aber auch wirklich Hunger, fahre jetzt nach Hause und mal dann das nächste Mal. Vermutlich hier oben weiter. Ich arbeite mich gerade einfach so von oben nach unten. So weit, so gut. Thank you.